Willkommen zusammen zu einem weiteren LS22-Test, und zwar dem Test des alten Sägewerks auf der Silver Run Forest. Das ist eine Produktion, die ist hier fest verbaut und die hat gewisse Durchsätze. Und was uns hier im Speziellen interessiert, ist zum einen mal, stimmen die Rezepte hier? Wie viel Bretter bekommen wir schlussendlich pro Liter Holz? Und dann natürlich auch, wie verhält sich dieses Sägewerk, wenn wir jetzt hier Bretter herstellen, lange Bretter, jeweils alles einzeln oder dann halt auch verschiedene Produktlinien kombinieren. Das Ganze werde ich jetzt in mehreren Durchgängen nacheinander testen. Im Anschluss gibt es natürlich wie immer eine Auswertung und dann schauen wir mal, es kostet ja auch einiges, wenn wir uns das Sägewerk kaufen, wie lange das es dauert, bis es abbezahlt ist und ja, welches Produkt davon ist das beste Produkt. Mit den anschließenden Produktionen können wir dann in einem anderen Video schauen, was lohnt sich denn hiervon am allermeisten. So, jetzt würde ich aber sagen, wir legen los. Ich gehe einmal nach Mitternacht. Wir haben 109,646 Liter Holz drin und dann wird die erste Produktion gestartet. So, gerade eben umgesprungen auf Mitternacht. Ich würde sagen, das hier einmal die Bretter sofort aktivieren und dann können wir hier auch die Zeit beschleunigen. 360, wir warten einen Tag ab. Die Bretter laufen schon durch. Ja, Hackschnitzel ist ein Nebenprodukt, aber das Nebenprodukt Hackschnitzel kriegt man inzwischen ja auch einiges für. Deshalb wird man es auch genau anschauen und mit in die Rechnung mit einfließen lassen. Ich würde sagen, jede Linie einmal einzeln. Und dann einmal alle Linien gleichzeitig und dann sollten wir die wichtigsten Sachen haben. Zu beachten ist bei dem Video auch wieder, mein Monat hat aktuell 2 Tage, das heißt, ich lasse es jetzt hier einen Tag laufen, was dann im halben Monat entspricht. Das heißt, in den Tabellen später ist immer das Doppelte zu sehen. So, ja, da haben wir Mitternacht erreicht. Schnell mal die Produktion stoppen und dann schauen wir mal rein. Wir haben verbraucht, ihr seht es hier unten in der Ecke, 104.664 Liter Holz sind noch da. Das heißt, wir haben ganz genau 5.000 Liter Holz verbraucht. Da drin sind jetzt gerade 705 Liter Bretter und 8 Liter Hackschnitzel. Der Rest der Bretter steht hier hinten. Und zwar haben wir hier 6.000 plus leider sehen wir das jetzt nicht so auf Anhieb. Wir müssten das ganze Zeugs hier einmal aufladen, dass wir wüssten, wie viel das ist. Aber wir wollen ja jetzt hier erstmal die Rezepte überprüfen. Damit das Video nicht unnötig lang wird, würde ich jetzt einfach sagen, ihr seht jetzt das Ergebnis von der ersten Überprüfung für die Bretter. Den Rest mache ich jetzt einfach so für mich. Und wir sehen uns dann direkt jetzt als nächstes zu der Überprüfung quasi von den ganzen Produkten kombiniert. Und der Rest seht ihr einfach in der Tabelle. So, Mitternacht kommen wir zum letzten Test, und zwar aktivieren wir jetzt quasi alle 4 Linien. Da muss ich hin. So, lassen die einen Tag laufen und schauen, was hierbei nun rauskommt. So, jetzt müsst ihr gleich auf Mitternacht umspringen, was es in diesem Moment auch tat. Wir machen mal wieder alles aus hier und schauen uns mal an. So, wir haben hier verbraucht 89, oder wir haben noch drin 89.699 Liter Holz. Am Anfang waren es ja über 109.000. Und wer jetzt rechnen kann, der weiß, dass wir jetzt genau das verbraucht haben, was jeweils jede einzelne Produktion für sich auch pro Halbmonat, pro Tag in meinem Fall verbraucht hat. Somit können wir an der Stelle schon sagen, ja, ich kann alle 4 Linien aktivieren und jede Linie läuft mit der maximalen Leistung.
können alle parallel laufen, da gibt es absolut keine Beeinträchtigung. Da drüben steht jetzt unser ganzes Zeugs. Hackschnitzel wieder wie hinten im Lager. Und mit diesen Erkenntnissen würde ich sagen, können wir an der Stelle jetzt tatsächlich ab in die Auswertung springen. Kommen wir zur Auswertung des Sägewerks. Wie immer habe ich hier die einzelnen Produktionslinien aufgetragen. Dann hier vorne jeweils, was wir verbraucht haben, was wir hergestellt haben. Materialkosten, Einnahmen, das verrechnet, gibt dann natürlich einen Gewinn pro Monat. Und hier unten dann jeweils die Durchschnittspreise über das ganze Jahr auf Schwierigkeitsgrad schwer, die ich ermittelt habe. Und ihr seht, der Verbrauch von Holz ist bei allen vier Produkten, die wir hier herstellen können, im Sägewerk exakt gleich. In Kombination dann exakt das Vierfache. Das heißt, jede Linie kann hier wirklich, wie gerade vorher schon erwähnt, auf 100% laufen. Wenn wir tatsächlich nur eine Linie anhaben, verschenkt man sogar was, aber dazu später mehr. Ja, wir können herstellen 13.440 Liter an Bretter, 9.000 Liter lange Bretter, 3.000 Liter Wände, 6.000 Liter Balken oder halt alles gleichzeitig bzw. in jeder möglichen Art an Kombination. Hackschnitzel kommen auch ein paar raus, außer bei den Wänden, da kommen keine raus. Produktionskosten sind immer gleich. Materialkosten habe ich dann hier unten ausgerechnet. Die sind logischerweise auch immer gleich, weil wir überall gleich viel Holz verbrauchen. Nur das, was dann schlussendlich rauskommt, das ist ein bisschen anders. Sehen wir hier 18.000, 18.000, 15.000, 19.000, beziehungsweise hier dann sogar 69.000. Daraus errechnet sich dann der Gewinn pro Monat und wir sehen, wenn wir die Wände herstellen, dann haben wir einen niedrigsten Gewinn, obwohl die einen höchsten Preis pro 1000 Liter haben. Aber da kommt halt echt wenig bei rum. Und bei den Balken ist das höchste, beziehungsweise natürlich in Kombination ist es nochmal höher, das Vierfache, aber ja. Soweit zu dieser Übersicht hier. Und dann wollen wir uns mal anschauen, wie lange es dauert, bis das Ding abbezahlt ist. Denn das Sägewerk kostet uns 250.000. Ja, bauen können wir es nicht, aber wir können es einmal kaufen. Das ist schon bestehende Viertelmillion. Und wenn wir dann die Gewinne von oben hier runter übertragen, dann bekommen wir eine Zeitspanne raus, wie lange es dauert, wie lange wir diesen Gewinn machen müssen, bis wir die Baukosten drin haben. Und es sind hier ja, 4,44 Jahre bei den Brettern, bei den Wänden 10 Jahre und bei den Balken 3,5 Jahre. Das ist jetzt insgesamt doch relativ hoch, höher wie von den ganzen anderen Produktionen, die es auf dieser Karte mit der Platinum Edition gab. Aber ja. Und dann schlussendlich noch, wenn wir alles kombiniert haben, dann sind wir tatsächlich nur bei 1,4 Jahren. Aber das Ding muss halt wirklich 1,4 Jahre voll laufen, bis wir den Einsatz hier erstmal drin haben. Und erst ab dann machen wir irgendwie Gewinn. Das hat schon auch eine krasse Nummer. Aber mit 1,4 Jahren kann ich auf alle Fälle sagen, dass wir einen Ticken schneller sind, wie bei vielen, vielen Produktion. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Im Fazit, ja, wenn alle Linien aktiv sind, dann ist die Hütte am schnellsten abbezahlt. Wenn ich mich tatsächlich nur dafür entscheide, eine Linie zu aktivieren, dann lohnen sich Balken am allermeisten. Wann gibt es so einen Fall? Ja, wenn ich irgendwie Holzmangel habe. Die zweite Linie, die ich dann dazu schalten würde, sind lange Bretter. Dann als drittes quasi die normalen Bretter und als viertes dann noch die Wände. Auch wenn die Wände 10,4 Jahre haben als Amortisierung, trotzdem dazu schalten, wenn wir alle aktiv haben, weil es sind 25% verlorene Gesamtkapazität. Ja, wie schon erwähnt, die Fabrik teilt sich die Produktionskapazität nicht auf. Jede Linie kann auf 100% laufen, egal in welcher Kombination ich da jetzt und auch egal wie viele Linien das ich aktiviere. Und das Ergebnis ist immer pro Monat, egal wie viele Tage der hat. Ihr habt es gesehen, anfangs
hatte 2 Tage pro Monat eingestellt, da kam pro Tag dann quasi die Hälfte raus. Bei 2 Tagen war es dann wieder das für einen ganzen Monat, was wir jetzt hier auch in der Grafik drin haben. Und dann war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Test, euer Iltis. Ciao, ciao.